Das kostet mindestens 2000 Dollar. Oh. Ruhig, ganz ruhig. 2000, oh mein Gott. Das ist 9 kaputter Schalter. Ja, aber wir müssen vermutlich den halben Schaltkasten ersetzen. Entschuldigen Sie, wie ist Ihr Name? Ich heiße Ronald, Madam. Sie fragen das jetzt schon zum dritten Mal, seitdem wir hier sind. Oh, das tut mir leid, ich habe es ganz vergessen. Ronald, ich habe leider nicht so viel Geld. Hier. 300. Mehr habe ich nicht. Wissen Sie, da könnte ein Feuer ausbrechen. Was? Das kommt davon, wenn man bei der elektrischen Einrichtung sparen will. Ich versuche ja nur, dass hier alles funktioniert. Das ist alles. Aber natürlich, das müssen Sie sagen. Ach, und übrigens berechnen wir 50 Dollar für die Fahrt hierher. Was? Wie ist Ihr Name? Ich heiße Ronald, Madam. Ah, so, Ronald. 2000, ja? Nein, 3000. Und 50 Dollar für die Fahrt hierher. Ja, ich verstehe. Ich spare schon seit Monaten für ein Geschenk für meinen Sohn. Aber warten Sie. Ich gehe das Geld holen. Eine sehr gute Entscheidung, Madam. Ronald, 3000. Das verstehe ich nicht. Das ist doch nur die Sicherung. Oh, Stevie. Natürlich weiß ich, dass wir das gleich haben. Jetzt kannst du lernen, wie man Geld verdient. Wir werden ihr alles abnehmen. Die arme alte Frau. Sie hat Alzheimer. Ja, das ist doch perfekt. Nach einer halben Stunde hat sie alles vergessen. Sie muss jeden Cent umdrehen. Helfen wir ihr doch. Das ist doch nicht so schwierig. Steven, unser Job ist, Geld zu verdienen. Und ihr Job ist, herauszufinden, wie sie ohne Geld leben kann. Aber ich... Kein Aber, Kleiner. Ich gehe jetzt zum Wagen. Hole die Werkzeuge und dann erledigen wir das. Es sei denn, du willst deinen Job schon am ersten Tag deiner Lehre verlieren. Natürlich nicht. Ja, besser so. Gute Entscheidung, Kleiner. So, hier ist das Geld. Oh, Frau Braun. Sehen Sie. Oh, Gott sei Dank. Danke. Hier ist das Geld. Nein, bitte. Das ist umsonst. Wie meinen Sie das? Mein Kollege Ronald hat sich geirrt. Das war in 5 Minuten erledigt, wirklich. Bitte nehmen Sie es. Nein, bitte, im Ernst. Das kostet nichts. Besonders für eine Dame in Ihrem Alter. Dankeschön. Ich danke Ihnen vielmals. Sagen Sie Ronald nichts davon, okay? Okay. Einen schönen Tag noch, Frau Braun. Wie ist Ihr Name? Steven. Ah, Steven. Nichts sagen. Verstanden, ja. Ach, möchten Sie und Ihr Freund noch einen Tee? Oh nein, vielen Dank, wir haben's eilig. Frau Braun hat gesagt, sie braucht uns nicht. Was? 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 Wirklich? Ja? Oh, ja, ich habe mich anders entschieden. Kommen Sie, Chef, wir müssen weiter, wir sollten los. Aber Miss Brown, Sie sagten, die Schalter im Flur funktionieren nicht. Oh. Chef, ich habe es repariert. Das ist alles. Ach, so ist das. Dann, okay, gehen wir los. Wir gehen dann mal. Los, komm. Oh, natürlich. Die 50 Dollar für die Fahrtkosten. Oh, ja. Danke, es war uns ein Vergnügen. Dann mal los. Hey, mein Junge. Nicht so schnell. Denkst du, ich bin ein Idiot? Nein, Chef. Hast du ihr Geld genommen? Hast du es eingesteckt? Es wäre falsch, etwas von ihr zu nehmen. Ist das dein Ernst, Kleiner? Ach, verdammt. Woher kommen solche Idioten wie du? Wenn du abkassiert hättest, könnte ich es verstehen. Was soll das? Sind wir ein Wohltätigkeitsverein oder was? Chef,
Das ist eine kranke alte Frau. Nein, du bist der Einzige, der krank ist. So ein Weichei wie dich kann ich nicht gebrauchen. Ein Weichei? Wissen Sie was? Unser Vorsitzender möchte bestimmt erfahren, wie sein erfahrenster Mitarbeiter seine Kunden bescheißt. Das hast du also vor? Das ist auch richtig so. Okay. Steig ein. Also, Ronald wollte die alte Frau abzocken und zu viel Geld von ihr kassieren. Aber du hast ihn daran gehindert. Ja, das ist richtig. Ronald, kommst du mal? Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Derek, alles klar? Ja, Ronald, bitte setz dich. Ich höre, dass es heute einen Vorfall gegeben hat mit unserem neuen Lehrling. Ich will deine Version der Geschichte hören. Meine Version der Geschichte? Dieser Junge hat's total vermasselt. Eine alte Kundin mit Alzheimer. Wir hätten locker 5.000 machen können. Ronald, bist du total bescheuert? Was? Wir werden bald pleite gehen. Wir brauchen jeden verdammten Dollar. Hast du auch nur eine Sekunde daran gedacht? Hättest du den Jungen nicht im Wagen lassen können, damit er dich nicht stört? Derek, ich... Was ich? Aber worüber reden Sie da? Das war eine kranke alte Frau. Halt die Klappe! Glaubst du etwa, wir sollen umsonst arbeiten? Denk daran, man verdient kein Geld, indem man Gutes tut. Man verdient Geld, indem man etwas nachdenkt. Und die Tatsache, dass sie eine alte Frau ist, ist gut für uns. Gut für uns? Und wenn jemand dasselbe mit ihrer Mutter macht, was würden sie dann sagen? Oder nehmen sie ihre Mutter auch aus? Moment noch. Weißt du was, Kumpel? Du hattest einen schönen ersten Tag, aber du hast deine Probezeit nicht bestanden. Ich bearbeite in ein paar Minuten alle notwendigen Dokumente. Danach kannst du gehen. Entschuldigung, sind Sie der Inhaber von Derek Electrical Services? Ja, ja. Was wollen Sie? Mein Name ist George Brown und ich baue zurzeit für meine Firma neue Büros. Wir haben sehr viele elektrische Arbeiten im Gebäude durchzuführen. Mein Budget beträgt ungefähr 20.000 bis 30.000 Dollar. Oh. Ja, also, bitte setzen Sie sich. Bring doch bitte diesen jungen Mann hinaus und komm dann zurück. Ich glaube, wir haben ein neues Projekt vor uns. Mach ich, Sir. Komm, mein Junge, steh auf. Also, dann. Wir bieten Ihnen den bestmöglichen Service an. Ist das Steve mit den kurzen Haaren? Nein, nein, das, Steve ist dieser junge Kerl da. Aber er arbeitet nicht mehr für uns. Das ist Ronald, unser bester Spezialist. Ich glaube, er wird sich um dieses Projekt kümmern. Ronald, sehr angenehm, Sir. Ihr bester Spezialist? Ja, genau. Legen Sie für ihn die Hand ins Feuer? Ja, absolut. Also die Sache ist, dass Sie haben Reparaturen bei meiner Mutter zu Hause durchgeführt und sie hat mir Steve empfohlen. Oh, im Ernst? Steven, es tut mir leid. Ich finde, du verdienst eine zweite Chance. Ich glaube, du kriegst dieses Projekt mit Ronald zusammen. Ist das okay? Also die Sache ist, dass, wie Sie wissen, hat meine Mutter Probleme mit ihrem Gedächtnis. Also habe ich Überwachungskameras in ihrer Wohnung angebracht, um dafür zu sorgen, dass ihr nichts zustößt. Oh. Ach ja? Oh ja. Und Sie wollten sie bescheißen. 3.000 Dollar für eine Kleinigkeit, ja? Das war ein Missverständnis. Richtig? Das ist ja ungeheuerlich. Davon wusste ich gar nichts. Das wird nicht wieder vorkommen. Und Ronald wird bestraft. Ich gebe ihm mein Wort. Okay, das reicht. Ich muss mir diesen Blödsinn nicht anhören. Es gibt nur einen echten Spezialisten in diesem lausigen Betrieb. Und ich werde ihn direkt anfragen. Steve. Ich weiß nicht, wie ich... Kommen Sie. Sie haben meiner Mutter geholfen. Sie haben sie nicht hereingelegt, also bin ich Ihnen das schuldig. Außerdem sind gute Taten nicht so schwierig, nicht wahr? Kommen Sie. Vielen Dank. Alles klar. Oh, hätte ich fast vergessen. Da meine Mutter ein schlechtes Gedächtnis hat, erzählt sie ihren Freundinnen alles gleich weiter. Und wie Sie wissen, was man rumerzählt, sollte man ernst nehmen.
Derek Electrical, ja? Haben Sie den Verstand verloren? Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht. Sie waren vor einer Woche hier. Ich habe Ihnen 2000 bezahlt. Und jetzt sagt Ihr neuer Mitarbeiter, dass Sie nichts verlangt haben? Was soll das? Geben Sie mir mein Geld zurück. Geben Sie es zurück oder ich rufe die Polizei. Das ist nur eine verrückte Alte. Das wird schon wieder. Oder? Nur eine verrückte Alte, ja.